Der Rote ist zurück. Gestern kam Video 1, jetzt kommt das zweite Video. Hier im Video zu sehen ist der erste Lauf, der Open DM. Dennoch ein Lauf der 125er DM und dann der zweite Lauf Open DM. Viel Spaß mit dem Video, schön kommentieren, abonnieren und wird präsentiert von Airtime, Erfrischungsgetränk von Lukas Müllich. Könnt ihr bestellen. Richtig lecker. Also viel Spaß mit dem Video. Bis dann, der Rote. Hier der Champion von gestern. Ah, willst du halt noch mal ein bisschen zugucken, wa? Ich guck mal noch mal Tricks ab. Na, du musst Timmy zeigen, deine Tricks, wie du gestern gefahren bist, dass du Timmy umsetzen kann. Ja, ein bisschen flexen kann er jetzt. Richtig. Aber könnt ihr ja im Video angucken. Ja, ja. Und motiviert? Klar. Ja. Mein Roter da. Was ist dein Ziel? Was ist dein Ziel heute? Boah, ein bisschen Spaß haben. Naja, unter den ersten 10, unter ja, den ersten 5. Okay. Dann werden wir ja sehen im Video. Und für Roter ein bisschen performen. Ja. Nico hier, jetzt. Schicke Suzuki, oder? Ja, sieht schick aus, da kann man nichts sagen. Werden immer seltener. Kickstart Boris. Kickstart Boris. Ich bin E-Start, Nico. Auf jeden Fall, also Schummler. So sind die Muschis. Das, ja, die Enduro-Fahrer. Wo sind die Muschis? So, jetzt geht's los zum Starttraining. Ich klappe auch mit am Start hier. Der Boris angeschmettert. Krass, Alter. Hier unser Knobi. Unser Mikey auch wieder am Start. Topfit. Mikey! Machen wir noch eine Einstellung hier bei Nico Koch. Und wir werden natürlich auch versuchen, im Laufe des Tages zu machen. Und
Sokolov, hier Tim Korb damit auf der 5. Das ist die neue Reihenfolge in den Top 5. Mit dem Feld der DM Open, deswegen alles richtig gemacht und hier den Weg nach Holzenthal auf Holz genommen. Wieder bergab hinunter, dann auf die Geraden, drauf, rauf beschleunigen mit viel Tempo, den Sprung dort absolvieren. Das ist das Beste, was er uns hier bisher zeigen konnte, und Runde 7. So, wir gucken mal auf die letzten Abschnitte jetzt von ihm. Rechts rum noch einmal hier kurz vor dem Ziel. Und dann schauen wir auf den Monitor. Es ist Rang 2 für den Moment. Es fehlen 91.000 bei 50 Runden. Restzeit geht er jetzt hier auf die letzte Runde in dieser Ball-Session, der Mann mit der 39 für Corona. Vorbereitet für das Racing nachher. Es werden spektakuläre zwei Wertungsläufe bei der halben Stunde plus zwei Runden. So, die letzten Eindrücke von dieser Trainingssession. Alle sind jetzt unter Fox verschwunden. Wir wollen natürlich diese letzte Runde noch einmal mitnehmen. Und jetzt Wochenmeier, der erste, der erste Runde wird. Der Mann von der Schiefergruppe. Am Ende griff Platz 3, wenn es dabei bleibt. So, jetzt geht's los. Open DM. Hier in Teutschenthal. Den Start gewonnen. Noah Ludwig und Nico Koch. Henry schon Dritter. Jawohl. Oh, Noah immer noch Erster. Henry schon Zweiter. Jimmy auf Platz 4. Denn Nico Koch. Boris hier hinter Lukas Blatt. Oh, 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 oh. Oh, jetzt kommt der Angriff von Henry Jacobi. Und ist Erster. Spannend hier um Platz 2. Oh, Timmy immer noch Vierter. Und Nico Koch Fünfter. Oh, hier spannend. Boris. Schön mit Lukas Blatt zusammen. Jetzt wird schon spannender um Platz 1. Kommt immer dichter. Unglaublich, auf Platz 7 Toni Hoffmann. Er ist gut drauf. Da guckst du bestimmt mal die Videos an. Zahn um Zahn. Wie lange bleibt Henry noch Erster? Ja.
nach innen. Henry! Oh, Henry kämpft. Oh, yeah.
Edler meiner Freunde und macht hier erstmal meine ganzen Sponsoren für Motorrad. Meiner klar, jetzt gucken wir mal Motorrad. Wir müssen jetzt gleich auf Platz 2 einkommen. Wo ist das? Da hab ich. Rang 2. Im zweiten Lauf auf Platz 1. Aus der Nesaholz KTM. Oh, Noah Dritter, Nico Le Koch, Timmy und hoffentlich Toni Hoffmann. Muss jetzt vorbei. So, Platz 3 immer noch Noah Ludwig. Timmy auf Platz 4. Und Nico Koch unglaublich auf Platz 5. Hier unser Manik Appel, der am ersten Lauf ausgefallen ist. Oh, jetzt kommt der Angriff. Es ist vorbei. Was zur Hölle ist das? Oh, Henry Jacobi, immer noch. Oh, Henry Jacobi ist weg. Wo ist Jacobi? So, spannt sie jetzt um Platz 2. Noah Ludwig wird angegriffen von Tim Koch. Noah Ludwig führt ja die Meisterschaft an. Ja, Noah immer noch Zweiter. Und Nico Koch jetzt Dritter. Wo bleibt Timmy? Er muss wohl einen Fehler gemacht haben. Ich bin
springt den Dreier. So, Lukas Plath hoch ausgefallen. So, Nico immer noch Zweiter. Alter, voll rüber geschmettert, Alter. Unglaublich, Leute. Guck mal, Hardy heute als Presse, Alter. Wie der Rote. Geil. Da ja Lukas Plath ausgefallen ist, könnte ja Noah Ludwig theoretisch schon Meister werden. Lukas ist, glaube ich, ausgefallen. Ja. Er hätte sowieso nur 2 Punkte holen müssen. Danke. Sollen wir uns freuen, uns? Na, Glückwunsch. Alle. Super, jetzt rennt. Glückwunsch. Danke. So Leute, die Veranstaltung ist vorbei hier im Teutschental. War mega geil. 2 Tage nur pure Action. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Videos. Abonniert schön den Kanal und wurde alles präsentiert von Benzin. Also, wir sehen uns nächstes Mal wieder, denke mal in Schenkenhorst. Bis dahin und ich bin weg und kaputt. Ich drehe mal um, mein neues schönes Auto. Alter, voll geil. Hat mir extra gekauft, dass ich mit Fahrrad drin packen kann oder drin pennen kann. Ciao.